Hallo allerseits, heute gibt es mal wieder ein Technik-Unboxing. Diesmal geht es um den Smart Home Funktaster Fritz Dect 440 mit vier Tastfunktionen, den ich mir vom örtlichen IT-System aus Birnstiel hier in Zeunending ausgeliehen habe. Mit dazu habe ich mir auch ausgeliehen den Fritz Dect 200, das ist eine Funksteckdose mit integriertem Strommesser und mit integriertem Temperaturmesser und das einfachere Modell des Funktasters Fritz Dect 400, das nur eine Taste hat. Und ich werde das jetzt gleich im Vergleich dazu mal ausprobieren, weil mich das jetzt interessiert, ob der neue Funktaster Fritz Dect 440 an meiner Fritzbox dann irgendwie mehr bringt als der 400er. Jetzt schauen wir mal erst in die Schachtel rein, was da alles zum Lieferumfang gehört. Ich reiße jetzt hier mal den Schutz ab und mach mal auf. Hier ist eine Kurzinformation, was es alles noch an Produkten gibt. Dann gibt es hier die Bedienungsanleitung. Schauen wir später gleich rein. Dann ist das hier der Funktaster. Der ist schön flach, sehe ich hier schon. Dann das weitere Zubehör. Da gibt es hier Schrauben, da ist nichts mehr drin. Dann gibt es hier eine Befestigungsplatte, Klebepads und dann noch eine Abdeckung. Klebepad, ein Klebepad ist das jetzt hier, nicht zwei. Diese Platte ist aus Metall. Jetzt ein Blick in die Bedienungsanleitung. Dieses Heftchen im CD-Format ist nur in einer Sprache gestaltet. Es enthält hier wichtige Informationen zum Lieferumfang, Geräteübersicht, Bedientasten, Sicherheit, dann wie man es an der Fritzbox anmeldet, wie man es an die Wand schraubt oder an die Wand klebt, wie es in der Fritzbox eingerichtet wird, wie man es erneut verbinden kann, wenn es verloren gegangen sein sollte, Batteriehinweise, wie die Batterien gewechselt werden müssen, der Temperatursensor, der an Bord ist, Hilfsinformationen, die technischen Daten, Werkseinstellungen und am Schluss noch Garantie, rechtliches Entsorgung und so weiter. Das war's mit der Anleitung. Jetzt ein Blick auf die Waage. Die Platte für die Wandmontage aus Metall wiegt 25 Gramm, die Abdeckung für die Schraubverbindungen liegt nochmal 3 Gramm und der Fritz Dect 440 alleine wiegt 74 Gramm. Man sieht schon, dadurch, dass er hier anhängt, das ist ein Magnetverschluss diesmal. Die Fritz Dect 400 zum Vergleich wiegt 53 Gramm und ist 29,5 mm dick, während die Fritz Dect 440 18,2 mm dick ist, inklusive Wandhalterung. Das habe ich vorhin schon mal gemessen. Die Fläche, die es braucht, die Fritz Dect 400, ist 55 mm breit und hoch. Und die Fritz Dect 440 ist 69 mm breit und hoch. Damit ist Fritz Dect 440 in etwa so groß wie so ein Steckdoseneinsatz, so ein typischer, und würde vielleicht sogar hier in den Rahmen reinpassen, wenn man sie reinschrauben will, statt des bisherigen Schalters. Und im Vergleich zum Fritz Dect 400, der ein bisschen kleiner ist, passt das hier nicht ganz so gut hin, aber der wird vielleicht auch ganz woanders hingeschraubt. Und auch den kann man natürlich auch nicht nur hier an der Wand anschrauben, sondern vielleicht ganz woanders. Zur Stromversorgung. Während Fritz Dect 400 eine Lithium 3 Volt Batterie CR123A braucht, die relativ dick ist, kommt die Fritz Dect 440 jetzt mit einem Batteriefach für zwei Standardbatterien vom Typ AAA, 1,5 Volt Batterien. Die sind am Markt wesentlich gebräuchlicher als diese Lithium-Batterien und deshalb ist mir persönlich diese Art von Stromversorgung wesentlich sympathischer. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Gerät deutlich flacher gebaut werden konnte. Jetzt komme ich zur Anmeldung des Funktasters. Wie wir hier sehen, hat der hier keine Schutzfolie, sondern das ist ein Display, das man immer sieht, und zwar ein sogenanntes E-Ink-Display mit elektronischer Tinte nennt man das auch, das permanent leuchtet oder permanent sichtbar ist und immer nur dann Strom verbraucht, wenn sich irgendwas am Display ändert. Und zum Anmelden an der Fritzbox muss ich jetzt diese Taste drücken und dann an der Fritzbox 6 Sekunden lang die Dect-Taste drücken. Jetzt blinkt es hier, er wartet auf die Fritzbox, die Anmeldung war erfolgreich. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Menü drücke, werde ich jetzt sehen, die Temperaturanzeige, eine permanente Temperaturanzeige der Raumtemperatur und eine Feldstärkeanzeige der Dect-Feldstärke. Wenn ich eine Taste drücke,
erscheint immer kurz zur Kontrolle die LED hier bei der Menütaste. Es gibt also insgesamt vier Tasten, die man programmieren kann. Und hier gibt es die Menütaste zum Umschalten. Kann man hier also zurücksetzen, Anmeldung, Information. Und das ist hier richtig schön interaktiv gemacht. Ich gehe jetzt mal auf Info, dann kommt die Versionsnummer. Dann können wir hier zurückgehen. Und alles Weitere kann man dann an der Fritzbox anmelden und die Parameter ändern. Jetzt zeige ich die Programmierung der Funktionen der Funktaster. Hierzu muss ich mich im Browser einloggen in die Fritzbox. Das habe ich hier schon gemacht. Ich muss dann ins Heimnetz gehen, dort dann in den Smart Home Bereich und dann sehe ich hier schon die vorinstallierten Geräte, die ich vorhin schon mal angemeldet habe. Die FritzDeckt 440, den kleinen Funktaster FritzDeckt 400 und die FritzDeckt 200 Funksteckdose. Man sieht hier auch, dass die FritzDeckt 440 die Temperatur ja misst und hier immer anzeigt, ebenso wie die FritzDeckt 200. Und man könnte hier auch manuell die Funksteckdose ein- und ausschalten. Ich gehe jetzt mal in die Programmierung für die FritzDeckt 440. Das erfolgt hier. Dann sehe ich hier, welches Modell es ist, welche Identifikationsnummer es hat, welche Versionsnummer, dass die Batterie voll ist oder die beiden Batterien, die hier verbaut sind. Und ich könnte hier auch den Namen noch ändern, wenn ich das irgendwie umbenennen will, individuell. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Push-Einstellungen vorzunehmen, wenn ich möchte. Wenn ich vorher diesen E-Mail-Push-Service in meiner Fritzbox programmiert hätte, könnte ich hier bei jedem einzelnen Tastendruck auf eine der Tasten oder auf alle Tasten eine Push-Mail schicken an eine beliebige E-Mail-Adresse und informieren, dass hier eine Taste gedrückt wird. Dann habe ich hier oben den Bereich mit insgesamt vier Schaltfunktionen, rechts oben, rechts unten, links oben für diese vier Tasten des FritzDeckt. Und dann gibt es hier noch die Temperaturmöglichkeit. Da kann ich abrufen den Temperaturverlauf der letzten Zeit, weil der hier auch automatisch protokolliert wird. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Dann gehe ich hier in die Programmierung des FritzDeckt 440. Sage jetzt mal, ich möchte die Taste oben rechts programmieren und kann jetzt hier auswählen, ob die Taste immer programmiert werden soll, wenn ich auf die Taste drücke, oder ob die nur zu bestimmten Zeiten reagieren soll oder zu einem bestimmten Datumszeitraum. Es kann also sein, dass ich sage, die Taste soll beispielsweise in der Weihnachtszeit nicht programmiert werden können, könnte ich das auch festlegen. Und ich könnte auch astronomisch festlegen, in Abhängigkeit vom Breitengrad und Längengrad. Bei Sonnenaufgang soll die Taste realisiert und gedrückt werden können oder nicht. Was ich jetzt aber auch lasse, ich zeige jetzt hier für die Programmierung einfach mal, dass ich jetzt mit der Taste oben rechts die FritzDeckt 200, die ist hier zu finden. Hier wären auch mehr Geräte, wenn es noch mehr in meinem System eingeloggt wären. Ich habe jetzt hier die FritzDeckt 200, kann sagen, mit der Taste oben möchte ich einschalten oder ausschalten oder umschalten. Wenn ich jetzt hier sagen würde einschalten, dann muss ich auch eine zweite Taste programmieren fürs Ausschalten. Also um Tasten zu sparen, ist es am sinnvollsten, man sagt jetzt beispielsweise mal, ich möchte umschalten. Also jetzt ist oben rechts programmiert. Ich könnte hier noch als Möglichkeit sagen, ich könnte die Taste dauerhaft machen oder nicht. Das geht also nur beim Einschalten. Wenn ich jetzt sage Einschalten, dann kann ich hier festlegen, für eine bestimmte Zeit von Minuten schalten. Jetzt gehe ich wieder auf Umschalten und das programmiere ich jetzt mal für oben rechts. Dann sage ich jetzt mal für die Taste unten rechts, das ist jetzt die hier, da möchte ich jetzt programmieren, dass der Funktaster FritzDeckt 200 beispielsweise eingeschaltet wird für 10 Minuten. Dann programmiere ich hier jetzt, schreibe hier rein mit der Tastatur 10 Minuten. Dann wird er, wenn ich diese Taste drücke, unten rechts für 10 Minuten eingeschaltet. Dann habe ich noch zwei weitere Tasten über, das zeige ich jetzt auch noch. Man kann dann beispielsweise sagen, ich möchte jetzt links oben eventuell eine Programmierung machen, die ich vorher schon mal festgelegt habe. Beispielsweise links oben einschalten, dass die Urlaubssimulation gestartet wird. Dann gehe ich hier
auf Smart Home Vorlagen. Ich habe vorhin schon mal drei Vorlagen erstellt. Ich zeige hier jetzt, dass die Smart Home Vorlage, hier erscheinen die Vorlagen, die ich habe. Anwesenheitssimulation oder eine Urlaubslichtautomatik habe ich mal programmiert. Die Anwesenheitssimulation heißt einfach, dass abends zu bestimmten Zeiten und nachts zu bestimmten Zeiten an einzelnen Wochentagen, ich kann jeden Wochentag separat festlegen, eine Anwesenheitssimulation gestartet wird und der Funktaster einschaltet und damit das Licht einschaltet. Wenn ich mehr Schalter, mehr Taster hätte, könnte ich da auch noch mehr schalten. Und jetzt programmiere ich mal diese Anwesenheitssimulation auf links oben und dann ist das auch programmiert. Und jetzt muss man natürlich diese Anwesenheitssimulation auch wieder abschalten können. Das mache ich jetzt mit links unten. Gehe bei links unten auch wieder in eine Smart Home Vorlage, sage, ich möchte die Vorlage anwenden, die heißt Automatik löschen. Dann ist jetzt links unten das Löschen meiner Vorlage. Das heißt, ich habe jetzt rechts oben das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Dann habe ich rechts unten für 10 Minuten einschalten und dann habe ich links oben meine Urlaubssimulation oder meine Abendsimulation und links unten die Deaktivierung. Jetzt zeige ich noch beim Fritz Dect 400, das ist ja nur ein Taster, aber auch bei diesem Taster kann man zwei Funktionen immerhin programmieren. Und zwar gibt es hier als Unterscheidung Fritz Dect 400 kurz und Fritz Dect 400 lang. 400 kurz heißt, wenn ich einen kurzen Tastendruck gebe, dann schalte ich jetzt hier beispielsweise eben auch wieder die Fritz Dect 200 an. Oder in dem Falle auch sinnvoll wahrscheinlich das Umschalten, weil wenn ich die Taste drücke und die Beleuchtung angeht, muss ich sie auch wieder ausmachen können. Also mache ich hier den Umschalter als Funktion und programmiere das jetzt. Dann könnte ich für die zweite Funktion des Fritz Dect 400 beispielsweise auch natürlich auch hier wieder die Möglichkeit der Push-Funktionen, kann man auch wieder programmieren. Und ich gehe jetzt auf die lange Taste, auf den langen Tastendruck, wenn man länger auf der Taste drauf bleibt, kann jetzt hier auch sagen, ich möchte jetzt bei Fritz Dect 200 einschalten und zwar für in dem Falle eine halbe Stunde. Tippe jetzt hier 30 Minuten ein, dann habe ich bei langem Tastendruck einfach nur für 30 Minuten die Beleuchtung eingeschaltet. Das war's. Diese ganze Programmierung ist eigentlich relativ einfach. Ich zeige noch auch mal ganz kurz, wie man so eine Vorlage machen kann. Ich zeige diese Anwesenheitssimulation, die ich vorhin schon mal programmiert habe. Die kann ich hier editieren. Dann sehe ich jetzt hier, dass ich sage, ich möchte jetzt hier beispielsweise um 19.45 Uhr bis 23.15 Uhr am Montag einschalten, am Dienstag zur anderen Zeit, am Mittwoch zweimal einschalten. Dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ich möchte nachts ab Mitternacht nochmal beleuchten. Das geht also hier relativ einfach, dass ich hier mit der Maus draufgehe und das dann anzeige. Und wenn ich irgendwas falsch gemacht habe und lösche, dann gehe ich hier auf den Radiergummi, sage ausschalten und gehe hier an die Stelle, die jetzt blau ist und mache die dann wieder weiß. Und so ist das dann alles erledigt. Das wäre jetzt eine Wochentagsprogrammierung und die wäre jetzt dann bestätigt. Ich kann auch sagen, ich gehe auf normal nur täglich zu bestimmten Uhrzeiten oder zufällig oder einmalig. Und auch hier ist wieder eine astronomische Schaltung möglich. Und auch hier kann man die automatische Schaltung löschen. Das ist die Löschfunktion, die ich vorhin programmiert habe. Abschließend noch ein bisschen Praxis zur Montage der Funktaster. Der Funktaster Dect 400, den kann man entweder ja auf den Tisch legen oder über diese Platte montieren. Die Platte rastet hier fest ein, das braucht relativ viel Kraft und die Platte wird dann über den Klebepad an die Wand geklebt. Bei Fritz Dect 440 gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich kann man den auch ganz normal in die Hand nehmen und irgendwo auf den Tisch legen, wo immer man möchte. Oder man schraubt diese Montageplatte an die Wand mit den mitgelieferten Schrauben. Das ist also die eine Möglichkeit. Oder man klebt auch dieses Klebebett drunter und klebt dann irgendwann eine Wand an den Schrank, wo immer man möchte. Und die Schrauben werden dann abgedeckt, wenn man die Schraubhalterung hat, durch diese Kappe. Habe ich vorhin auch schon mal gezeigt. Und wenn diese Kappe drauf ist, dann rastet dieser Funktaster
per Magnet relativ schön ein und bleibt zentral an der Stelle liegen, weil das dann nicht verrutschen kann. Wenn die Kappe nicht drauf wäre, könnte das verrutschen. Jetzt ist das hier eine gummierte Oberfläche unter dem Magneten und deshalb gibt es dann auch keine Kratzer und deshalb kann man diesen Funktaster auch ganz praktisch irgendwo beispielsweise an einen Kühlschrank kleben oder ich zeige das jetzt an der Gefriertruhe. Ankleben ist natürlich die falsche Bezeichnung. Anhängen dank dieser Magnetplatte mit Gummierung bleibt das rutschfest und verkratzt auch nicht. Und obwohl sich die Gefriertruhe hier im Erdgeschoss befindet und der Fritz-Router im ersten Stock ganz von dieser Metallfront abgewandt, funktioniert das einwandfrei mit dem Schalten. Hier ist ja auch die komplette Wand aus Metall, das müsste eigentlich auch abschirmen, aber über Reflexionen funktioniert das wirklich gut hier mit diesem Taster. Man sieht, dass die Funksteckdose schaltet. Nur noch kurz das Fazit zu diesem Unboxing des FritzDeck 440 Vierfach Funktasters. Er ist schön flach gebaut, er lässt sich einfach befestigen, einfach programmieren. Mit den vier Tastenfunktionen ist er flexibel nutzbar. Allerdings ist er mit 59 Euro Listenpreis nicht ganz billig, das muss man schon zugeben. Das Thermometer bringt natürlich auch einen Zusatznutzen in diesem Falle, aber trotz allem ist es halt alles eine Preisfrage. Wer es günstiger haben will, der FritzDeck 400, der einfache Taster mit einer Taste mit zwei Funktionen, kurz drücken, lang drücken, ist für 35 Euro gelistet und teilweise schon günstiger zu haben. Und das Ganze noch zur Information, so eine Fritz-Funksteckdose kostet 45 Euro, ungefähr Straßenpreis. Und die Outdoor-Variante FritzDeck 210 kostet auch ungefähr das gleiche. Außerdem hat AVM noch mit FritzDeck 500 eine Funklampe vorgestellt mit E27 Schraubfassung, die man farblich programmieren kann und schalten kann. Die ist aber noch nicht an allen Fritz Operation Systems nutzbar. Bei meiner Fritzbox zum Beispiel noch nicht, da muss ich noch auf ein Update warten. Mit der FritzDeck 400 und 440 kann man natürlich auch Heizkörperthermostate schalten, diesen FritzDeck 301, die es noch gibt. Mit dem kann man dann auch beispielsweise eine Wochenschaltung, Nachtabsenkung oder was immer man möchte aus der Ferne aktivieren und schalten. Insgesamt ist das alles auf einem guten Weg, denke ich. Allerdings fehlen schon noch ein paar Sachen bei AVM, die vielleicht noch gut wären. So ein Unterputzschalter würde meines Erachtens im System noch gut tun und das wäre eigentlich auch noch eine sinnvolle Ergänzung. Und eben auch Aktoren, die man irgendwo im Haus, in der Hausinstallation fest montieren kann. Ich hoffe, dass Ihnen mein Unboxing Spaß gemacht hat und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder meinen YouTube-Kanal besuchen würden.